Sie haben auf ein Versprechen vertraut, dass kein Bergmann ins Bergfreie fällt. Versprechen, die Sie jetzt auch zum Beispiel den Leuten im Tagebaugebiet bei der energieintensiven Industrie gegeben haben, beim Kohleausstieg. Allen wurde im Juni von der Ruhrkohle AG gekündigt. Ist das die soziale Gerechtigkeit, von der Sie immer wieder sprechen? Da schlägt der Sprecher der abgehalfterten ehemaligen Arbeiterpartei SPD den Bergleuten vor, sie sollten mal das Aktienrecht lesen, um zu wissen, warum sie ihre Versprechen brechen, meine Damen und Herren. Sie sollten Angebote nicht ausschlagen, mit denen sie ihre Lebensarbeitszeit um 17 Jahre verlängern, entgegen allen Versprechungen, die sie gemacht haben, hier in diesem Landtag, schwarz, rot, gelb und grün, meine Damen und Herren. Das ist eine Schande, was Sie hier abliefern. Das Einzige, was von Ihnen hier kam, war, die AfD darf diesen Antrag nicht stellen und die Bergleute sind selber schuld. Und diesen Mitarbeitern da oben wird gekündigt. Und das ist eine absolute Schande, eine Schande für die SPD, eine Schande für die Landesregierung. Vielen Dank. Wer möchte dem Antrag zustimmen? So ist das. Damit ist dieser Antrag. Vertrauen wird von denjenigen untergraben, die ihre Versprechen nicht einhalten, die sie vor Jahrzehnten gegeben haben. Und ich kann euch garantieren, das wird heute nicht das letzte Mal gewesen sein, dass euer Schicksal Thema hier im Landtag ist. Wir werden kämpfen, kämpfen, kämpfen und ihr müsst kämpfen, kämpfen, kämpfen. Oh.